Mein Name ist Koroli von der Polizei im Oberbergischen Kreis. Wir haben hier einen Verkehrsunfall zwischen der Ortslage Pochwerk und der Ortslage Bergneustadt. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Reichshof ist in Richtung Bergneustadt unterwegs gewesen und ausgangs einer langen Gerade gebremst, um eine folgende Rechtskurve durchfahren zu können. Wir haben hier eine sehr lange Bremsblockierspur und die dann im Gegenverkehr endet. Der 20-jährige Fahrzeugführer mit seinem etwa gleichaltrigen Beifahrer hat die Kurve nicht bekommen, ist im Bereich des Gegenverkehrs gestoßen und hat dort das Fahrzeug eines entgegenkommenden Pärchens mit einer 54-jährigen Fahrerin und einem 50-jährigen Begleiter getroffen. Alle vier Personen sind nach derzeitigem Stand leicht verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeug. Die Unfallaufnahme wird sich über die nächsten anderthalb Stunden sicherlich hinziehen, um die Reinigung der Fahrbahn danach noch zu gewährleisten und die verunfallten Fahrzeuge hier zu bergen. Wir haben hier ein Fahrzeug, was entgegengekommen ist zu dem anderen unfallbeteiligten Fahrzeug. Deswegen gibt es keine Hinweise auf ein gefahrenes Rennen.